Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, die verantwortungslose Wirtschaftspolitik der Kartellparteien gefährden die Zukunft unserer Heimat. Immer mehr industrielle Wertschöpfungszweige werden durch den selbstzerstörerischen Klimawahn und die Überregulierung erdrosselt. Unsere leistungsfähigsten Industriebetriebe werden mit sinnbefreiten grünen Auflagen und Beschränkungen überschüttet und gegängelt bis ins Ausland abwandern. Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes wird von machtbesessenen Ideologen, da drüben sitzen sie, untergraben, sodass internationale Konkurrenten Marktanteile übernehmen können. Wir haben derzeit eine Rezession, die selbstverschuldet und ideologiegetrieben ist. Infolge all dieser Entwicklungen werden wir auch in wichtigen Technologiebereichen immer weiter abgehängt. Viele wirtschaftliche Zukunftsfelder wie IT, künstliche Intelligenz, Halbleiterfertigung, Automatisierung werden von anderen Staaten heute dominiert. Milliardenschwere Investitionsprogramme in den USA oder China gefährden unseren Wirtschaftsstandort zusätzlich. Bayern muss auch in Zukunft noch ein bedeutender Industriestandort bleiben. Die Automatisierung und der Einsatz von autonomen Robotern werden in Zukunft immer wichtiger. Überall dort, wo der Einsatz von Menschen teuer, gefährlich oder infolge des Fachkräftemangels schwierig ist, werden Robotersysteme einspringen. Bayern darf in diesem Technologiefeld nicht abgehängt werden. Bayern muss sich vielmehr als Vorreiter etablieren. Bayern fehlt es nach jahrelanger politischer Nachlässigkeit an den Voraussetzungen zur Ansiedlung von Hightech-Industrien. Energie ist bei uns mittlerweile ein Luxusgut. Studenten lernen Gendern statt Naturwissenschaften und potenzielle Existenzgründungen werden durch bürokratische Auflagenorgien im Keim erstickt. Kurz gesagt, die Staatsregierung hat die Weichen auf Stillstand gestellt. Als Maschinenbauingenieur mit jahrzehntelanger Berufserfahrung kommt mir das Grauen, wenn ich an den weltfremden Blödsinn in den bayerischen Pläne denke. Damit muss Schluss sein. Wir brauchen keine ideologische Umerziehung unserer Jugend. Wir brauchen naturwissenschaftlich gebildeten Nachwuchs. Damit die kommenden Generationen an Technikern und Ingenieuren nicht auf der Straße stehen, müssen wir als Politiker jetzt die Weichen stellen. Wir legen dem Landtag deshalb heute eine zukunftsorientierte Antragsserie zum Aufbau einer bayerischen Roboterindustrie vor. Ich werde kurz einige Forderungen von unseren 5 Anträgen ausführen. Wir fordern die Anhebung der jährlichen Haushaltsausgaben für die Hochschulbildung im Bereich Robotik. Wir wollen KMUs, die ihre Produktion im Bereich Robotik nach Deutschland zurückverlagern, einen hohen Anteil der Kosten rückerstatten. Wir fordern eine massive Ausweitung der Forschungszulagen und wir fordern die Erhöhung des Fördervolumens und die Einbeziehung von Sachkosten in die förderfähigen Aufwendungen. Die notwendigen Ausgaben für diese Anträge könnten über die Hightech-Agenda laufen, weil dort eine funktionierende Förderinfrastruktur bereits vorhanden ist. Wir bitten um Zustimmung zu unseren Anträgen. Vielen Dank.